Moin Leute, heute möchte ich euch gerne Rimal von der Nischenmarke Nabil vorstellen. Und um genau zu sein, heißt dieser Duft Dubai Rimal, weil es eben ein Parfum aus der Dubai Collection ist. Nabil ist übrigens eine Nischenmarke aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Marke gibt es tatsächlich auch schon seit 1969. Ja, und Nabil ist einfach für diese hochwertigen orientalischen Düfte bekannt. Ich werde euch auch während des Videos die wundervolle Aufmachung und Verpackung einblenden. Und da muss ich sagen, hat Nabil meiner Meinung nach wirklich alles in Perfektion umgesetzt. Ihr bekommt hier eine tolle, hochwertige Holzschatulle. Dann gibt es sogar noch ein separates Case, welches auch hochwertig ist. Darin befindet sich dann auch eben der hochwertige Flakon. Also da bekommt ihr ein massives Glas, einen tollen, schweren Deckel, der auch ganz wundervoll aussieht. Also das ist wirklich Perfektion. Das kann man meiner Meinung nach kaum besser machen. Wie riecht Rimal für mich? Also wenn ich es kategorisieren müsste, würde ich tatsächlich sagen, es ist ein Oud-Duft. Es ist für mich generell auch eine eher trockene, würzige und orientalische Duftkomposition. Die Oud-Note empfinde ich zum Start tatsächlich auch so leicht animalisch, aber eben wirklich nur ganz leicht animalisch. Es ist perfekt auf die anderen Duftnoten abgestimmt. Im Kopf nehme ich vor allem richtig viel Safran wahr. Also der Start ist tatsächlich recht safranlastig, dadurch natürlich richtig schön würzig, orientalisch. Im weiteren Duftverlauf nehme ich dann tatsächlich auch süße Noten wahr, um nicht zu sagen auch fruchtige Noten. Ich kann gar nicht genau sagen, welche fruchtigen Noten hier verwendet wurden. Es ist insgesamt eben so eine leicht fruchtige Süße, die mitschwingt. Aber auch hier muss ich sagen, perfekt eben auf die anderen Duftnoten abgestimmt. Es ist generell eine Duftkomposition, die ineinander verwoben ist. Also ich rieche gar nicht so explizit die einzelnen Duftnoten heraus, eben weil alles perfekt aufeinander abgestimmt und ineinander verwoben ist. Etwas Rose und Weihrauch nehme ich dann auch noch wahr. Aber das sind eher Duftnoten, die für mich so im Hintergrund mitschwingen. Aber nichtsdestotrotz bekommt Rimal dadurch eben auch noch so einen rosigen Einschlag und durch Weihrauch eben auch so eine tolle Würze, um nicht zu sagen auch so eine leichte Schärfe. Und der Drydown ist für mich dann tatsächlich auch das Schönste an diesem Duft, denn der Drydown wird auf meiner Haut leicht ledrig. Es ist eine richtig angenehme, leichte, ledrige Note, die da mitschwingt. Und da nehme ich tatsächlich auch gourmandige Noten wahr. Ich bekomme auf meiner Haut so eine schöne Zimtnote, Vanille schwingt da auch mit. Aber auch wenn ich mich wiederhole, es ist alles perfekt dosiert. Also da sticht keine einzelne Note heraus. Es ist alles eben perfekt aufeinander abgestimmt. Und dazu nehme ich dann auch noch eine richtig angenehme Karamellnote wahr. Die schwingt auch nur so leicht im Hintergrund mit, aber die nehme ich immer mal wieder wahr. Und für mich riecht es tatsächlich auch so leicht angebrannt. Aber im positiven Sinne, als ob es eben so eine karamellisierte Note ist. Ich habe den Duft jetzt auch schon öfter getragen. Und tatsächlich habe ich auch schon öfter so eine leichte Kaffeenote wahrgenommen. Also Kaffee ist nicht gelistet und es ist tatsächlich auch keine Note, die wirklich präsent ist. Aber es kam hin und wieder mal eben von meiner Haut so eine leichte Kaffeenote hoch. Das wird eben höchstwahrscheinlich diese karamellisierte Note sein. Aber das ist wirklich sehr interessant. Hin und wieder habe ich eben diese Note wahrgenommen. Zusammengefasst ist Rimal für mich wirklich ein ganz toller orientalischer Duft. Für mich eher eine trockene, würzige Duftkomposition. Ja, die Mainplayer sind hier unter anderem eben Oud, Safran. Im weiteren Duftverlauf wird das Ganze dann auch so leicht fruchtig, leicht süß. Im Drydown bekommen wir dann noch eine schöne, feine Ledernote plus eben gourmandige Noten wie Zimt, wie Vanille und Karamell. Also es ist einfach, ich wiederhole mich zwar, aber eine super tolle, ineinander verwobene Duftkomposition. Die Haltbarkeit ist super, der Duft hält auf meiner Haut 10, 12 Stunden plus. Also da kommt ihr auch ohne Probleme durch einen langen Arbeitstag. Zu der Sillage möchte ich Folgendes sagen. Also ich habe da teilweise Bewertungen von 9 bis 10 gelesen. Was für mich bedeuten würde, dass es ein Duft ist, der extrem abstrahlt, ja, was da eben kaum besser geht.
Das ist auf meiner Haut zumindest nicht der Fall. Das ist gar keine Kritik. Der Duft hat immer noch eine tolle und intensive Sillage, aber auf meiner Haut eben nicht ganz so extrem wie von einigen Leuten bewertet. So, und dann bin ich jetzt auch durch und du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du Rimal kennst und falls ja, wie du diesen Duft findest. Ich finde, es ist wirklich ein ganz wundervoller und vor allem auch hochwertiger orientalischer Duft. Also ich kann euch Rimal wirklich empfehlen. Ja, und dann sage ich natürlich auch danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.